Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei The Witcher 3 auf Skellige, wo wir jetzt den Sonnenstein finden müssen und die dritte der Loge auffinden müssen. Wie heißt die? Fingrilla? Fingrilla? Ich kann den Namen nicht merken. Das ist so furchtbar. Auf jeden Fall müssen wir da oben diese alten Gemäuer da rein. Aber das klappt ja auch mal sehr gut. Oh. Plötze? Alles in Ordnung? Ob ich jetzt zu Fuß hingehen kann? Nee. Das klappt doch schon, oder? Nee. Muss ich einen komplexeren Weg nehmen? Spiel gespeichert. Perfekt. Es ist... Dich. Ich bin so nah dran. Und plötzlich schafft das nicht. So. Nein, das schaffe ich nicht. Das Pferd rutscht runter. Moment. Hui. Wow. Komm schon. Wow. Ah, ich muss doch einen Umweg laufen. Ach man, dachte ich hätte jetzt das Abkürzung übernehmen. Mann. Los, los. So. Hoppa, hoppa, Reiter, wenn ihr fällt, dann schreit er. Ja, komm schon. Kann mir mal bitte einer sagen, was das für ein Ort ist? Der so auf den Bergen liegt? Ja, ich weiß. Dann leckt ein bisschen Schnee in Plätze, bis ich hier fertig bin. Oh. Ach man, ich will hier hoch, ich will hier hoch. Geht doch. Hierbei. Wow, das war jetzt ein sehr komplexer Ritt. So, wo ist der Weg hierfür? Hemdal wacht über dem Clan Thyrse. Das Blut der Könige. Oh, Entschuldigung, mein Pferd hat sich gerade angerempelt. Jawohl, jetzt sind wir eigentlich hier. War zwar ein bisschen komplex, aber hey. Was tut man nicht dafür, um einen aufregenden Bergwanderung zu machen? Ich weiß, ich laber Blödsinn. Uff. Gott. Wer bitte baut hier so etwas weit nach oben? Kehr Mori. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Nein. Riesenkopf über den Kopf. Habe ich nicht. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? So. Uff. Gott, was ist das hier für ein Berg? Wohl eine alte Festung. Respekt, Hex. Ich knie nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah. Eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Was ist es denn, wenn es kein Verrat ist? Wie nennst du es denn, wenn nicht Verrat?
Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen. Auf sie! Na super. Ich reiß dir die Messer zurück! Ich töte ihn! Das ist eine Art Mutant! Wow, der alte Mann hatte was drauf. Nicht gut. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Au! Zurück! Ich töte ihn! Du tötest hier niemanden. So. Das nehme ich mit. Nehme ich mit. Nein, das wollte ich noch nicht tun. Schnur. Aber solange ich hier bin, kann ich schon mal alles mitnehmen, wenn ich darf. Alkoholrest. Nichts. Okay. Hä? Warum hast du deinen Check gezückt? Warum zückst du dann dein Schwert? Das nehme ich mal mit. So. Warum zückt er dauernd sein Schwert? Schnell, lass uns abhauen. Zurück! Ich töte ihn! Du Scharfficker! Alter! Pass auf, was du sagst, Freundchen, ja? Moistek, warte doch mal! Wir haben was Wichtiges zu bereden. Moisek. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Und warum reiten wir dann nicht mit Plötze runter? Gott, ich hätte schon keinen Bock mehr, diesen Berg hochzulaufen. Aber runter ist viel angenehmer. Ich bin besoffen. Mal gucken, wohin er läuft. Neue Markierung an Schlagbrett. Uwe, das reicht. Warte, warte, der hier ist echt witzig. Was ist der Unterschied? Wir haben das Gebiet doch jetzt verlassen. Wo wartest du noch? Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moisak. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet.
Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung? Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Kommt Ceres einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat dreimal die kaiserliche Flotte überfallen. Dreimal gegen Krachs Willen, dreimal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Hör zu, Moissac. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Ensei der Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimjong. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Danke für deine Hilfe. Eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Eine ganze Sammlung. Wow. Gut, wohin muss ich jetzt als nächstes hin? Oh. Ernsthaft? Ich glaube, ich mache das hier. Sprich mit Baden. Was? Mit Baden? Eivind. Okay. Na, komm her, Plötze, wo auch immer du gerade herkommst. Du kommst von weit her. Nein, wirklich. Draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Die Schiefe einfach durchgehen, ohne mein Schwert zu zücken. Das ist richtiges Können. Ich bleibe auf diesem Pfad jetzt. Der scheint mir sicher zu sein. Upsa. Warum sind ja so viele Feinde, wo er direkt das Schwert zückt? Das ist meine Entscheidung, ob ich dagegen kämpfen möchte oder nicht. Bin ich jetzt hier richtig? Ah, bin fast da. Perfekt. Komm jetzt. Nee. Ich fass es nicht. Wäre Arm noch am Leben, würde er Beine machen. Meldet Arm?
War das Anspielung auf Mad at Arms aus He-Man? Mad at Arms. Los, los. Na komm, Blitze. Mach langsam. Jetzt nicht. Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Gevorg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Was ist denn das für ein Wal? Er soll erscheinen, wenn Geister aus dem Himmel in die Wellen fahren. Wenn die Schlange den Zorn des Ozeans weckt und ein Eismonster eine Insel verschlingt. Ich werde der erste Barde sein, der eine Ballade über ihn komponiert. Die Legenden erwähnen aber keinen Fluch der schwarzen Sonne, oder? Schwarze Sonne? Was meinst du denn damit? Schon gut. Halten wir gemeinsam nach Gevorg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Eivind! Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe einen Abenteuerroman und sammle Material dafür. Du willst also die Ankunft der Weißen Flotte aufschreiben? Famose Idee. Wenn du vielleicht meine Übersetzung des Liedes von Gealpan und Dilian verwenden könntest. Gerne, gerne. Also, wo ist diese Höhle? Du musst von Kaer Trolde nach Osten segeln. Die Höhle ist in einer Bucht. Man kommt nur vom Meer aus ran. Bis dann und viel Glück mit dem Weißen Wal. Der zeigt sich heute. Ich weiß es. Er hat sich schon gezeigt. Du hast ihn nicht gesehen. Du armes, armes Kerlchen. So. Gibt's denn noch was zu plündern? Nope. Jetzt müssen wir wieder zurück zu Yennefer. Oh Gott. Okay. Schneller. Mal gucken, wo hier das nächste Schild ist. Komm schon, Plätze. Plätze. Oha, Plätze. Jetzt lauf. Wo ist das nächste Schild? Lassen wir uns von Kara. Wir haben einen Gast. Gerald von Riva persönlich wird ihn beschämen. Da ist das Schild. So ist gut. Ist blass. Gestern auch. Offen. Wo willst du hin? Schnell reisen. Hafen. Ach ja. Heda, Hector. Du suchst nicht zufällig Arbeit? Nein, suche ich nicht. Ich hab was Besseres zu tun. Hilfst du einem Mann in Not? Nein. Ich bin nicht Krösus. Ich würde es jetzt lieber überprüfen. Sonst muss ich mich weiterfragen, ob er mich nicht bleibt. Wohin des Weges? Ciri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt. Einmal wollte er hinteleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Und was habt ihr vor?
Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Na, gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerook. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Art Skellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Art Skellig. Du kannst später zu mir stoßen. Dein Augenlicht wurde gerade erst wieder hergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Ciri. Wir warten dort auf dich. Avalach. Wollen wir mit ihm reden? Besser wär's, oder? Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.